Ich mach das. Ich musste also ran. Kein Problem, mir machte das Spaß. Und Angst hatte ich auch keine. Ich zog meinen Gleitanzug an, setzte den Helm und die Schutzbrille auf. Louis füllte das Pulver in die Kanone. Dann kletterte ich mutig hinein. Jetzt konnte es losgehen. Fertig! Louis, war das so geplant? Kleiner Rechenfehler. Petit erreur de calcul. Louis hatte viel zu viel Pulver in die Kanone gefüllt. Mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit schoss ich in den Himmel und durchbrach die Wolken. Die Erde unter mir wurde immer kleiner. Bald wurde der Flug langsamer und schließlich war ich schwerelos. Wie schön es hier war! Eigentlich dachte ich ja, dass im Weltall nichts ist. Stimmt aber gar nicht. Hier oben war sehr wohl etwas. Vor mir schwebte silbern glänzend eine große Raumstation. Aus einem kleinen Bullauge schaute ein Wissenschaftler heraus. Er winkte mir ziemlich verdutzt zu. Auch ich grüßte. Dann erfasste mich die Schwerkraft und ich raste zurück in Richtung Erde, die sehr schnell größer wurde. Für meinen Geschmack etwas zu schnell. Zum Glück hatte ich meinen Gleitanzug an. Es ist eben immer gut, auf alles vorbereitet zu sein. Ich streckte die Arme aus. Jetzt konnte ich meinem Flug eine Richtung geben. Aber wo sollte ich landen? Vielleicht in dieser Lagerhalle? Autsch, das tat weh.